Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 4 Golden. Beim letzten Mal ist eine ganze Menge passiert, aber das Relevanteste ist wohl, dass Nanako verschwunden ist und ihren eigenen Dungeon bekommen hat, ganz plötzlich. Großartig. Ja, ich habe jetzt schon, wie geplant, Naoto ins Team genommen, ja, und ja, ich denke, ansonsten können wir halbwegs mit einem ähnlichen Team weitermachen wie vorher. Ich weiß gar nicht, was ein Auto drauf hat, ist das Ding. Ich könnte vielleicht vorher mal nachgucken. Status am besten. 55 erstmal. Also ja, wir sind mittlerweile vielleicht unterlevelt teilweise. Teilweise. Warum ist Teddy 43? Hä, warte mal, was habe ich gemacht? Warum ist er nur 43? Ach, weil ich ihn im letzten Dungeon nicht dabei hatte, ne? Ja, das wird's gewesen sein, Ja, und Yosuke ist mittlerweile eh komplett weg. Den lasse ich jetzt auch einfach mal liegen. So, dass es mir tut. Ich hoffe, ich werde es nicht irgendwann bereuen. Wahrscheinlich schon. So wie ich das gewohnt bin. Ich kann jetzt recht schnell nachziehen. Das ist nicht so schlimm, weil ja, ich die Erfahrungspunkte eher erhöht habe. Ja, vielleicht nehme ich... Ich nehme Todesmann auf jeden Fall Teddy mit. Und dann halt Yukiko. Ja... Werde ich einfach tun wegen des Levels, aber was kannst du trotzdem? Was kannst du? Feuer. Oh, Wind. Und Licht und Dunkelheit. Okay. Mhm. In dem Fall nehme ich, glaube ich, Yukiko doch nicht mal unbedingt mit. Nee, dann nehme ich doch lieber Kanji mit tatsächlich vielleicht. Was für ein Element kannst du normal? Blitz, ne? Ja, dann nehme ich halt dich. Das soll mir recht sein. Nehme ich. Achso, ja, ich bin nicht hier. Mein Gott, was tue ich denn? Ich bin doch nicht in Persona 5 hier. Ich muss die Leute ansprechen, wenn ich will, dass sie dabei sind. So, ja, das ist jetzt die Party wohl. Ja, Ausrüstung habe ich nicht gekauft, wie gesagt. Das ist blöd. Vergesse ich jedes einzelne Mal und dann denke ich mir so, fuck, jetzt bin ich schon da. Und jetzt will ich auch nicht mehr den letzten Spielstand laden und sowas. Ist dann nämlich meistens ziemlich lange her und it's so quiet. What's this bad feeling I'm getting? Ja, wie gesagt, die Ruhe vor dem Nebel und dass der Nebel jetzt schon da ist. Nanako-chan, just hang in there. We'll save you. Das ist... Ich kann die Kamera leider nicht nach oben drehen oder so, aber... Ich genieße ein bisschen die Musik gerade. Sehr schön, dass wir schon an der Tür vorbeigucken können, einfach um zu sehen, was dahinter ist. Das gefällt mir wirklich. Das könnte bitte immer so sein. Ich will gerade nicht in den Kampf geraten, ich will gerade einfach nur warten, wie das Track weitergeht. Oh, den Track kenne ich sogar tatsächlich. Also die Stelle von dem Track kenne ich, von Twitter oder so. Gut zu wissen, das ist also von diesem Dungeon der Track. Nett. Das ist ein wirklich guter Track. möchte ich behaupten, ist meine persönliche Ansicht jetzt gerade. Ich meine nicht, dass Persona sonst schlechte Musik hat, ne? Also, Persona hat halt immer gute Musik, das ist das Ding. Aber, das ist doch mal ein ganz besonderer Dungeon-Track. Vor allem, weil die meisten Dungeon-Tracks irgendwie aggressiv und Dungeon nicht sind. Wir sind halt im Dungeon drin, wir müssen halt Action jetzt haben, ne? Das ist halt mal ein bisschen... Ja, geht in eine etwas andere Richtung auf jeden Fall. Und da ist direkt ein roter Schatten, fangen wir direkt mit einem roten Schatten an. Also, ich bin jetzt gerade voll drin, I guess. Was tue ich hier nur, bitte? Wo ging es anfällig, ja? Wind. Okay, Wind kann ich. Ich kann wohl Wind. Naja, ich kann Wind. Habe ich auch irgendwo eine Wind? AOE ist die Frage. Ich habe nicht so viele Personas tatsächlich dabei. Haha. ich sollte halt nicht wieder direkt so viel SP verschwenden wie beim letzten Mal. Das war ja alles kritisch. Egal, ich lasse mir wieder 2 Tage Zeit. Ist okay. Ich habe ihr aufgegeben, ansatzweise alle Social Links zu machen. Also ich habe auch einige schon gar nicht angefangen, von denen ich weiß, dass sie noch anfangen könnte. Weil ich mir denke, schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Wobei, ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch geht eigentlich. Also kann sein, dass ich mit einem Blödsinn rede. Du darfst gerne. Bam, und weg damit. Ich habe jetzt übrigens den Schwierigkeitsgrad so eingestellt, dass wir mehr Schaden bekommen und die Gegner auch mehr Schaden bekommen. Also falls ihr euch wundert, das ist das, was hier gerade am passieren ist. Ach ja, und ich muss natürlich auch ganz wichtig, wo geht denn das? Das geht nur, wenn ich am Zug bin, ja egal. Dann halt nicht. Weißt du, wogegen du anfällig bist? Nein, ich weiß wahrscheinlich noch gar nichts dazu. Ja, nur nicht gegen Feuer. Nur nicht gegen Feuer halt. Hast du eine AOE gehabt? To One Foe. Ja, du hast halt Blitz-AOE. Gucken wir einfach mal, was passiert. Oh, das ist ja großartig, was das gemacht hat.
Also, wow, also. Danke, Toaster. Das, du machst gute Sachen. Wie wär's mit Eis heute? Du bist bestimmt nicht besser gerade, ha? Wobei, doch, die sind weg. Und der hat's immer noch geblockt. Weiterhin. Warum bin ich in der Zwischenzeit nicht dran gewesen? Na gut, mach mal was anderes. Vielleicht klappt's ja. Oh, klappt tatsächlich. Wow. Wow, danke. Ja, entirely. Bestimmt kein Zufall gewesen. So, herzlichen Glückwunsch für dein Level Up. Und du lernst was dazu, Teddy. Icebreak. Ach, nutze ich doch sowieso nicht. Nee, echt nicht. Nutze ich nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe mit diesen doofen Skills. die ich gar nicht haben will. Oh, das Ding ist, ich weiß ja, dass ich nächstes Jahr Schimmiger mit NC3 spielen werde. Ich muss mir eigentlich noch Sachen umgewöhnen, ne? Vielleicht übe ich dann einfach nochmal privat offscreen ein bisschen, indem ich Persona spiele. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich weiß, dass das Kampfsystem nochmal ein Stückchen anders ist, dass da ein paar andere Mechaniken gibt. Das ist ja das Press-Turn-System. Da, ich weiß grob, wie das aussieht. Auch wenn ich es nicht genau kenne, noch nie gespielt habe halt selbst. Aber, ja. Trotzdem sollte ich mich ein bisschen umgewöhnen, dass ich halt mehr Skills sinnvoll nutze und nicht die Hälfte der Sachen ignoriere, die ich nicht sofort sinnvoll finde. Und ja, ich würde gerne dafür sorgen, dass sie nicht mehr automatisch agiert. Das ging schnell. Old One. Oh, nicht der Skill wieder. Das ist doch kein guter Anfang. Sailbreaker. Oh, geil. Richtig geil hier. Ich liebe es. Du actest auf keinen Fall freely. Du nimmst die direkten Commands von mir an. Wie viel Leben hast du? Ja, du hast auch viel Schaden bekommen. Wenn ich eine krasse AOE einhaue, könnte ich vielleicht einfach das Ganze direkt loswerden hier. Den ganzen Spaß. Vielleicht. Das ist die Frage. Twanfo, kannst du nicht eine gute AOE? Ich habe jetzt Feuer AOE, ist mir doch egal. Ja, oh Gott, ja, könnte auch sein, dass ich sterbe, ne? Das wäre auch noch eine Sache, die passieren könnte. Was? Ich dachte, das war das, wo ich SP verliere von. Okay, im letzten ist er jedenfalls anscheinend anfällt. Oh, das ist ja großartig, stimmt. Vielleicht ist es ein anderer Schadenseffekt, als das, was ich dachte. Ich weiß es nicht. Aber holy shit, nehmen die gerade viel Schaden. Das ist viel mehr Schaden, als ich auch hatte. Ich fühle mich jetzt auch etwas zu OP gerade. Auf der anderen Seite nehmen sie uns auch schnell auseinander. Also ja, es ist eigentlich das, was ich ja will. Es ist ja eigentlich das, was ich will. Ach ja, ich nehme mir einen Succubus. Hallo. Willkommen im Team. Ein Succubus. Bam. Okay. Ist das? Ist das die... Oh, das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Einfach so eine Bohnenranke quasi. I'm getting more and more anxious. I wonder why. Let's hurry, Senpai. Ich weiß es auch wirklich. Warum hast du Angst? Also, außer steht ein Mini-Boss bevor. Wir wissen es nicht, wir wissen es alle nicht. Also ich jedenfalls noch nicht. Ja, mittlerweile gibt es echt nur noch Reskins, ne? Oh, okay, das ist krass. Das ist ja simpel. Na gut, wenn ihr, oder weiß ich schon, wogegen ihr natürlich seid. Warte mal. Nur nicht gegen Blitz. Sonst keine Ahnung. Ja, aber dann wird es nichts sein, was du hast. Also hau einfach drauf. Bam, bam, bam und weak. Ja, was? Oh, okay. Never mind. Es wird mir nur immer nur eine Sache gleichzeitig angezeigt. Das ist so OP. Das ist alles so OP. Ist das... Okay, das ist One Foe. Oder hast du das... Du hast allgemein nur... Ja, keine AOE ist halt, oder das? Das ist, okay, das ist eine AOE. Aber das will ich jetzt nicht unten nutzen gerade. Weg mit dir. Danach hau ich einfach drauf. Ich will nicht so viel SP von dir auch verschwenden. So. Attack. Und, oh Gott. Okay, Kanji lebt tatsächlich noch. Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Nicht selbstverständlich, auf keinen Fall. Hab ich Dunkelheit? Naja, Gegenfrage, will ich Dunkelheit nutzen, wenn ich Dunkelheit habe? Nein, will ich eigentlich nicht. Ich hau, glaube ich, einfach drauf. Machen wir das, komm. Drauf da. Wobei du echt nicht viel SP hast. Ich sollte. Ja. Oh, okay. Das war. Ich habe nicht erwartet, dass er sich heilt. Davon. Tatsächlich nicht. So. Weg mit dir, bitte. Okay, das ist schon ein sehr, sehr cooler Move für, ja, kritische Treffer oder halt Weakness-Treffer. Die Animation ist schon nett. Gefällt mir.
Ja, nehme ich. Ich versuche alle Karten zu bekommen. Gerade mal noch zwei obendrauf. Lose earned card. One obtained card is... Ist halt wundervoll. Nehme ich sofort. So. Ja. Geil. Sweet Bonus. Das wollte ich haben halt. Ja, jetzt kriege ich weniger Geld, aber Fondsmittel komme ich immer noch voll. Das habe ich kein Problem mit. Vor allem, wie gesagt, ich bekomme eh mehr. Ja. Ich nehme auch gar nicht alle Kämpfe jetzt am besten mit. Ich will ja nicht zu überlevelt sein. Ja, keine Ahnung, ob ich die Einstellung dann nochmal ändere für den Bosskampf. Wie gesagt, ich bin beim Balancen, beim Balancing sind mir die Kämpfe eh alle bisher zu leicht gewesen. Also außer ganz am Anfang. Am Anfang war es okay, aber dann war es irgendwann zu leicht, egal was ich eingestellt habe. Ich könnte es natürlich komplett auf schwer stellen oder so. Aber ich probiere rum. Ich probiere rum weiterhin vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich will ja auch kein halbes Experiment, das ich in das Fail machen. Und irgendwie geht es mir auch eher darum. Das ist das Ding. Ich habe eher ein schlechtes Gewissen als alles andere. Ist ja nicht so, dass ich mir denke, oh nein, der Bosskampf war viel zu leicht. Jetzt hatte ich ja viel weniger Spaß. Es geht mir ja gar nicht darum, in dem Bosskampf unbedingt so viel Spaß zu haben. Also, es geht mir viel mehr darum, die Story zu sehen und einfach weiterzukommen. Also die Bosskämpfe sind für mich, können Spaß machen, klar, aber wenn nicht, dann stört es mich jetzt auch nicht. Mir geht es eher darum, dass ich halt denke, es ist zum Zusehen vielleicht ein bisschen langweilig, wenn alle Kämpfe ein Witz sind. Aber auch hier im Let's Play sind natürlich eh 90% der Folgen nur Story und dazwischen sind dann halt mal die Dungeons. Something feels weird. Let's Play really did come from Nanako's Chance Hard, right? Oh! Dann heute something feel off. Okay, vielleicht ist es also gar nicht Nanako's Dungeon. Ich glaube, das will mir das Spiel gerade sagen, oder? Oder nicht? Wir wissen es nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Schlangen! Okay. Okay, gegen Windimmun. Das Ding ist halt auch immer, man weiß halt nie, welche Gegner davon gegen Wind resistent sind. Weil das ist immer nur eine sehr, sehr allgemeine Aussage irgendwie. So, probieren wir mal die. Das ist Senf. Oh, sind noch alle weg. Wow. Ja, ich sehe schon. Ich habe ein Problem, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Oh, ich will ja den Sweet Bonus jetzt gerade gar nicht. Das ist ja ein bisschen, doof jetzt. Ach, egal, ich meine, wenn ich das nehme, kriege ich alle Karten, dann kriege ich nochmal einen Sweet Bonus. Ja, komm, egal, ich kriege eh mehr Erfahrungspunkte. Und halt auch die 5, meine ich damit jetzt gerade, also. So, mehr Erfahrungspunkte nämlich. Und euch beide bekomme ich dazu. Soll mir recht sein. Ja, so viel weniger habe ich jetzt gar nicht bekommen. Schön. Tetrakarn. Das war auf jeden Fall so eine Schutzwand. Ich weiß nicht, ob es jetzt AOE war oder eine Einzelne, wahrscheinlich eine Einzelne. Was es ziemlich nutzlos macht, irgendwie meiner Meinung nach. Weiterhin. Weil wirklich, das lohnt sich wirklich nicht. Wenn ich dadurch einen Zug verschwende, um jemandem für einen Angriff Verteidigung, also Resistenz zu geben, das bringt nichts. Ist so meine persönliche Ansicht weiterhin. Es fühlt sich einfach nur wie eine Zugverschwendung an. Ich finde es übrigens gerade sehr angenehm, dass meine Teamkameraden nicht von den Schaden angegriffen werden können. Das ist doch... War das Persona 3, wo das passiert? Das kann Persona 3, glaube ich, passieren, dass meine Teamkameraden angegriffen werden, wenn die hier noch herlaufen und im Schatten stecken bleiben und dann kämpfen die alleine gegen den. Ich fand, das ist ein cooles System gewesen. Ich fand das an sich von der Idee her einfach cool, dass man da ein bisschen rumexperimentiert hat, damit, dass die Partymitglieder wirklich nur Partymitgliedern waren und nicht man selbst. Man konnte ja auch nicht übers Menü und so deren Ausrüstung ändern. Das muss man alles machen, indem man mit denen spricht und denen einfach die Ausrüstung gibt. Das ist eigentlich ein cooles System. I can hear her. This must be Nanako-chan's voice. She's saying something. It's too quiet to make out. Senpai, please find where the voice is coming from. Auf dieser Etage schon? Ich meine, okay, die Etage sieht doch etwas anders aus mit den ganzen Steinen hier, oder? Oder okay, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber irgendwie kommt das Farbschema auch anders, weil ich weiß es nicht. Oh, du. Ja, wogegen bist du anfällig? Feuer, okay. Mhm. Feuer habe ich. Tatsächlich. So. Und du warst gegen physische Angriffe anfällig. Hau ich auch gerne drauf. Bam, bam, bam. Kick. Und wogegen wart ihr? Weiß ich schon, wogegen ihr anfällig seid? Nee, nein, nö. Aber anscheinend gegen nichts, was ich dabei habe. Also würde ich einfach draufhauen. Und du stehst direkt wieder auf. Geil. Mhm. Stagnant Air. Okay. Oh, hatten die schon immer solche Regenbogenschatten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen, weil das sieht gerade sehr, sehr schick aus. Hä, war das aber gerade schon so? Ist das jetzt gerade aufgetaucht wegen des Skills oder so? Ich weiß es nicht, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Fällt mir richtig gut. Ja, ich benutze nochmal die Mustard Bomb, also.
Weil irgendwie ist das ziemlich OP. Irgendwie muss ich dann gar nicht über die Kämpfe nachdenken. Ist ja blöd, ne? Ist ja, kann man jetzt drüber davon halten, was man will, ne? Ja, ich glaube, ich komme so nicht alle schade. Na gut, in dem Fall. Oh, das nehme ich auf jeden Fall. Das ist eine coole Karte. Mehr Stärke. Ist mir egal. Nimm einfach irgendeins. So. Oh, ich weiß. Hab jetzt nicht gelesen, was ich bekommen habe, leider. Ich dachte, das wird mir noch angezeigt. Richtig in meiner Persona-Dings, genau. In dem Persona-Menü, oder? Ist das hier gerade? Nee, das ist nur ein Level Up. Okay, gut, okay. Never mind. Schade, ich weiß nicht, was du gerade verbessert hast, Friendscale. Gut. Vielleicht werde ich es von selbst bemerken. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, die Mustard Bomb ist noch stärker geworden. Nein, okay, vielleicht nicht. Okay, ich glaube, wir sind irgendwo angekommen. Hallo, Nanako? Bist du hier? Auch wenn ich nichts höre persönlich. Mom? Oh doch, jetzt schon. Oh, Mom, ja. Die vermisst du wohl immer noch tatsächlich, ich weiß. That's Nana-chan's voice. Mom, where are you? Why did you disappear? Why did you leave me? No, come back. Are these Nanako-chan's feelings? But I'm not lonely. I have Dad with me. I know he's always late coming home, and he never plays with me because he's so busy. He can't cook or do laundry either. He tries to be nice, though he is a little scary sometimes. But I love him. Ich hasse alles an ihm, aber ich liebe ihn. Ja, aber so ist es halt manchmal, ne? So ist es halt manchmal. Richtig. Ich spiele sogar mit dir. Und ich kann auch kochen manchmal und so. Also, ich kann schon mehr Sachen als dein Vater wohl. Aber schon traurig, dass du mehr kannst als dein Vater wahrscheinlich auch, Nanako. Ist wohl wirklich so, glaube ich. Little kid. Telling herself she's not lonely, so she doesn't fall apart. You idiot. We'll ruin everything if we act all sad. We gotta greet her with a smile. Nana-chan. Aber es ist halt traurig. Es ist halt alles trotzdem traurig. What's the matter? Something's not right. There's someone here besides Nanako-chan. Das überrascht mich ganz und gar nicht. It was faint at first, so I couldn't tell for sure. But there's definitely another person here. And whoever this is, their power's getting stronger. Could it be Namatame? Ja, das wäre so meine Vermutung. Ich meine, der ist auch einfach verschwunden, ne? Der war ja auch nicht mehr im Truck plötzlich. Did he duck in here after being cornered like Mitsuo? Perhaps so. It seemed as if he was particularly determined to kidnap Nanako-chan. But why? Ich frage mich auch wirklich warum, weil der Drohbrief meinte ja, wenn wir es jetzt nicht sein lassen, also, ne, ihm auf die Schliche zu kommen und die nächsten Leute zu retten, dann wird er eine Person, die uns nahe steht, in den Fernseher werfen. Aber dann ist es ja so oder so passiert. Wir hatten gar keine Wahl mehr. Ha. If he's the real culprit, he must know the dangers of coming into this world. I don't know. Okay, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Oh, das ist sehr, sehr weit hergeholt, klar, aber das würde halt auch auf irgendeiner Ebene vielleicht dann aber wieder bei Adachi mit reinspielen. Dass Adachi mit ihm zusammengearbeitet hat, in dem Sinne, dass Adachi bei dem, in Anführungszeichen, Verhör dabei war, nachdem wir halt den Brief bekommen haben. Und bei dem Verhör hatte ich die Auswahl, ob ich jetzt die Wahrheit erzähle von der Fernsehwelt und so weiter und so fort, oder ob ich irgendwie Dojima anlüge. Und vielleicht wollte er genau das wissen, ob ich Dojima das erzähle. Und wenn ja, dann würde es ja wohl heißen, dass ich weiterhin versuchen will, Nanako zu retten. Oder die, welche Person auch immer, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich jetzt auftauchen würde, die will ich auch wieder retten. Und das war halt der Test und dann wird Nanako halt entführt und danach wurde ja Nanako direkt entführt. Kurz danach hat vielleicht Adachi einfach gesagt, okay, ja, er hat verkackt, du darfst dann jetzt. But if it is him, he may have entered from a TV near the site of the accident. Perhaps even the TV in his truck, which means Nanako-chan may be in grave danger. We must hurry. Wie gesagt, vielleicht rede ich Blödsinn, das ist wirklich gerade sehr, sehr weit hergeholt alles.
Aber das wäre irgendwie eine logische Verbindung dazwischen, wie das hier passiert ist und würde dann auch mit dem Drohbrief zusammenpassen. Wobei natürlich der Drohbrief auch einfach eine leere Drohung sein könnte und er es eh schon geplant hatte, das zu machen. Und uns trotzdem einfach nur weiter einschüchtern wollte. Keine Ahnung. Warum? Genau. Was bist du? Was bist du? Das ist ein Panzer. Aber das, okay, das ist neues Design, meine ich. Also glaube ich jedenfalls, aber ich glaube, würde ich kennen. Der würde mir bekannt vorkommen. Okay, die sind wahrscheinlich gegen Feuer anfällig. Ich sehe es ein. Ey, Mustard Bomb ist gut, habe ich gehört. Hat nicht so viel gebracht gerade. Bist du gegen Eis? Oh, Darkness. Du bist gegen Darkness anfällig. Warum bist du gegen Darkness anfällig? Na gut, oh, der ist, aber... Innervated, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Warte, was war es jetzt? Darkness, ne? Ja, Darkness. Mach einfach, komm, ist mir egal. Ich finde es gerade cool genug, dass, okay, wo gegen bist du anfällig? Gerne alles. Gegen Licht. Okay, klar. Warum auch nicht? Na, no, doch auch ganz schön viele SP tatsächlich insgesamt. Okay, geht, aber... Ja, doch, ist halt auf jeden Fall in einem ordentlichen Bereich. So, drauf auf den Panzer. Bam! Critical auch noch, natürlich. Die Gegner haben keine Chance gegen uns. So. Oh, aber es kommen noch mehr Gegner. Natürlich kommen sie. Aha. Ich wechsle einfach mal, weil es wird mir gar nichts angezeigt. Also vielleicht sind die gegen was anderes einfach anfällig. Warum habe ich denn möglichst viele Elemente dabei? Nirgendwo, glaube ich, ganz ehrlich gesagt. Nee, wahrscheinlich wirklich nicht, leider. Warte mal, welche habe ich gerade dabei? Ich bin gerade mit dir. Du hast... Ja, Feuer. Also will ich auf jeden Fall nicht Feuer. Wie ist mit Wind? Tatsache, ich habe auch gerade daran gedacht, dass die Steinteile schon mal in Persona 3 auf jeden Fall irgendwie anfällig waren. Was ich auch schon mal komisch fand. Egal, das ist vollkommen egal, das hat gar keine Bedeutung. Es sind immer nur Reskins, die mal gegen das eine anfällig sind, mal gegen was anderes. Je nachdem, wie das Spiel halt gerade lustig ist, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Da kann man überhaupt nicht drüber nachdenken, logisch. Ja, hau drauf. Yosuke, hau drauf. Oder fahr drauf. Ich finde das wirklich cool, dass ihr einfach alle mit eurem Roller angreift. Also nicht alle, aber... Genug. Einfach genug. Ach, Mann. Auch gegen nichts hiervon anfällig. Leider. Ich bin dabei. Ich bin bei allem hier dabei. Mighty Swing. Ausgewichen. Und wir sind tot. So schnell kann es halt gehen. Wenn man, dann mittlerweile einfach denkt, okay, die Gegner können eh nichts anhaben, warum soll ich mir Mühe geben? Dann passiert das. Tatsächlich. You hear voices from somewhere. Stimme. No, that's not it. I just wanted to live peacefully, that's it. Nanako-chan's presence is being drowned out. Please answer us, Nanako-chan. Don't worry, we're on our way to rescue you right now. Aha, der wollte also nur in Frieden leben, ha? Huh? Also ich denke mal, dass das dann der Mann war. Ich meine, der hat ja auch gesagt, dass er die Leute rettet oder sowas in die Richtung. Mit Hilfe dieser anderen Welt. Also vielleicht hat er ja ein gutes Motiv, aber wahrscheinlich wird es dann in so eine Richtung wie, ja, ich habe einen Schlüssel, nehme ich. Reprisal Tank, gucke ich mir gleich mal ganz kurz an. Nachdem ich irgendwie in Sicherheit bin oder sowas in die Richtung. Oh Gott. Ja, also jedenfalls, dass die Person vielleicht ein gutes Motiv hat, also für sich persönlich ein gutes Motiv sieht darin, und dass er denkt, dass er irgendwas Gutes tut, aber halt trotzdem die halt, ja, irgendwie eher doch einsperrt und deren Meinungen missachtet darüber, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, ne? Ich meine, er fragt ja nicht, ob die Leute hier ins vielleicht Paradies bringen darf, wenn es das Paradies hier ist. Ich meine, das sieht aus wie ein Paradies hier zumindest. Nein, keine Ahnung, was genau es hier mit auf sich hat. Es wird bestimmt noch irgendeine Erklärung dafür geben. Das ist eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. Das ist mir aufgefallen. Ich würde auch noch mal gucken, was ich für einen Ring gerade bekommen habe. Oder eine Chain, eher gesagt. Ein Accessoire.
Okay, es kommen doch noch ein paar neue Gegner dazu. Ich gebe es zu, ich habe mich zu früh beschwert. Naja, so viel zu früh noch aufhören nicht, aber trotzdem, was? Sure. Einfach klar. Ich hinterfrage das alles gar nicht mehr. Ja, mach du einfach. Atomic Press. Aue. Nee, achso, sah nur so aus. Okay, sah nur so aus. Blue Wall? Okay, also seid ihr gegen... Ach nee, Elektrizität seid ihr anscheinend resistent eigentlich. Seid ihr eigentlich anfällig, meine ich. Jetzt seid ihr gegen resistent natürlich. Okay, zwei sind von uns wütend. Und du bist auch wütend. Okay, warum hast du dich selbst wütend gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay. Physischer Angriff. Upsala, aber zum Glück habe ich es auch geblockt. Ja, jetzt verstehe ich, warum Rage vielleicht in diesem Kampf ein Problem sein könnte. Oh, die sind alle gebufft. Alle. Das finde ich ja jetzt nicht so nett. Eis. Okay, das funktioniert. Noch was? Oh, okay, Dunkelheit, ja, aber du warst auch gegen Wind jetzt anfällig, oder nee, waren das die anderen? Fuck. Ja, dann, ja, du hast noch genug SP. Ist in Ordnung. Wir verschwenden hier gar keine SP. Also SP werden, nee, wir können das auch noch alles an den Tag machen. Das, ist kein Problem, ist kein Ding. Mehr Gegner, wirklich jetzt? Ist es wirklich nötig? Ja, aber es ist nur Kleinvieh eigentlich. Gegen Feuer bist du anfällig, okay, ja, Feuer habe ich. Mach drauf. Okay, aber die anderen haben es geblockt. Und ich habe keine Ahnung, wo gegen ihr anfällig seid. Gucken wir mal. Wind. Für mehr Ideen habe ich nicht. Nö, das war es wohl nicht. Aber ich kann gerne Wind trotzdem drauf machen. Einfach nur so. Hier, nimm. Bam, bisschen weg. Okay. Das war nicht so schön, wie ich dachte. Ich dachte, vielleicht kann es... Es klang irgendwie so, als würde es muten oder sowas. Gibt es überhaupt muten? Also, den Shadows... Also, ich, das hat mir erklärt. Ja, ich hätte es aber wahrscheinlich einfach nur vergessen. Wahrscheinlich gab es das früher schon. Würde mich wundern, wenn nicht tatsächlich. Ja, ich glaube, ich werde euch einfach erstmal los. Ciao. Gegen Eis, okay, ja. Ja, das war tatsächlich meine Vermutung. Also, ich habe es noch nicht, weiß auch nicht, warum ich es nicht versucht habe oder so. Mach einfach, komm schon. Oh, der andere wurde aber geheilt. Das war ja klar. Das war ja klar. Drauf. Was machst du? Oh ja, Silence, noch mehr Silence. Ja, ist in Ordnung. Ich brauche keine Geräusche mehr jetzt gerade. Wir können ruhig in Stille zu Ende kämpfen hier. Shuffle time. Ich nehme dich. Und hier mit Change of Persona. Und nehme dich. Spiel ausgetrickst. Das Spiel ist schon manchmal halt. Also das Kartenspiel bietet schon manchmal ein paar taktische Möglichkeiten. Das finde ich ganz nett. Wenn es so ist. Also ich habe das gerade ein bisschen mehr aufgehoben, damit ich nicht die halben Erfahrungspunkte bekomme. 26.000. Das ist durchaus eine Zahl an Erfahrungspunkten, die man mal annehmen kann. Habe ich nichts gegen. Habe ich gar nichts gegen. Da bekomme ich noch was. Mammudon. Kann ich auch noch Dunkelheit ein bisschen nutzen. Fluch, wie auch immer. Blight. Deals heavy physical damage to all foes with a chance of poison. Oh. Deals heavy physical damage to one foe. Deals heavy physical damage to all foes. Ja, with a chance of poison. Dann nehme ich natürlich das hier. Ciao. Cool. Nee, wirklich. Sehr cool. Diara Han. Ist das vollständiges Heilen oder was ist das? Genau. Fully restores. Wo habe ich das denn? Was? Hast du gar keinen normalen Heilskill? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ne, ich glaube nicht. Na dann, weg damit. Weg damit, habe ich gesagt. Ja. Und Risa lernt bald auch mal wieder was Neues. Ja, ein bisschen dauert es noch, ich weiß. Bisher hatte ich ja nicht so viele Skills, logischerweise. Teddy, wie viel kostet das eigentlich? 18. Oh.
gut. Deswegen ist es aber teurer, als die ganze Party Medium zu heilen. Also weiß nicht, wie sehr sich das wirklich lohnt. Ist natürlich immer ein bisschen situationsabhängig, aber... Und natürlich, später wird es noch nützlicher, wenn wir halt noch mehr Leben haben. Aber jetzt gerade reicht die mittlere Heilung eigentlich immer ganz gut. Wo war nochmal die Karte? Nein. Ich will halt nicht wieder aus Versehen nach Hilfe rufen. Okay. Das passiert mir manchmal, wenn ich die Karte öffnen will, weil ich nicht weiß, welche Taste ich drücken soll. Okay, ich will also... Also hier ist eine Truhe vielleicht, die ich nicht öffnen kann. Stimmt, da bin ich hingerannt. Das ist passiert. Ja, dann will ich wohl darunter wieder. Gut, mache ich. Das Lied ist zu gut. Das ist einfach zu gut, um ein Dungeon-Track zu sein. Nicht, dass Dungeons keine guten Tracks haben dürfen, aber keine Ahnung. Es passt auch irgendwie gar nicht zum Dungeon eigentlich. Also so rein von der Atmosphäre her, oder? I wish I could have lived here together with... Together? Is Hiyuki Nanako-chan? This isn't good, Senpai. Let's hurry on. Aha, okay, ja. Die Person will auf jeden Fall das, in dieser Welt leben. Der mag diese Welt, der findet diese Welt toll. Aber zusammen mit irgendwem, ha? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich meine nicht mit Nanako hoffentlich. Ich hoffe, das ist es nicht. Die richtige Lösung, ja, tschüss Hand. Ich habe genug Erfahrungspunkte und so. Ich brauche das gar nicht. Ich weiß, ich schummel mich auch ein bisschen durch das Spiel durch damit. Ist mir klar. Aber ich verbringe nicht gerne Zeit mit Leveln und so. Also wenn ich so eine Möglichkeit bekomme, dann nehme ich das an. Danke. Ich mag einzelne schwere Kämpfe, aber ich mag nicht die vielen kleinen Kämpfe auf dem Weg dahin. Die sind immer so, okay, warum brauche ich jetzt nicht unbedingt? Erweitert das Spiel jetzt nicht unbedingt für mich? Der Kleinkram. Bäume. Okay. Oh. Da kann ich nichts für, wirklich nichts spielen. Da kann ich wirklich nichts für. Ich habe alles getan. Ah. Okay, hier ist auch schon tatsächlich die nächste Ranke. Das ging diesmal ziemlich schnell, das ging diesmal ziemlich flott. Musste nicht mal vielen Gegnern vorbei oder so. Ja, ich will vielleicht auch irgendwann noch ein Video machen. Okay, das sieht anders aus. Die Farbgebung bilde ich mir diesmal nicht ein. Das ist diesmal rötlicher als sonst. Ja, aber jedenfalls wollte ich vielleicht irgendwann noch ein Video darüber machen, wie ich über Levelsysteme denke und warum mich die in den meisten Spielen eher stören. Einfach von der Umsetzung her. Könnte man anders umsetzen, aber ja, so wie es umgesetzt ist, stört es mich meistens eher und bringt mir nicht zusätzlichen Spielspaß dazu. Denke ich mir, ja, warum ist es da? I discovered the new world. I must save people. Yes, only I can. I was getting closer. Almost there. Hang in there, Senpai. Sind wir das? Ja, aber... Offensichtlich hat er also etwas Gutes vor. Was vielleicht nur er als gut sieht. Wie, ja, was heißt... Okay, ist er vielleicht hier? Stop getting in my way. Nein, aber gleich... Ich meine, so viel Leben hat er jetzt nicht verloren, aber trotzdem... Sehen wir mal, vielleicht erzählt er uns ja von seiner Motivation ein bisschen was. Ich möchte dir gerne in den Weg gehen, Why are you getting in my way? I'm... Save this girl. Oh, okay, das ist also, ja, nur ein normaler Menü, was ich dachte, vielleicht... Kämpfe jetzt gegen ihn oder sowas. Was war das gerade? Brrrr! Ich weiß, es ist wirklich nicht gut. Okay, fangen wir wirklich langsam an. Das ist nicht, was ich haben wollte. Ich wollte gerne bei einer Persona, hatte ich vielleicht hier. Wo war denn das jetzt? Genau, das kann Teddy auch, aber ich kann es auch, also mache ich das jetzt. Nanako, genau. Naoto, ich verwechsel irgendwie Namen tatsächlich öfters, muss ich zugeben. Ja, egal, dann halt nur wir erstmal. Ich kann es, sobald es, ja, aufgehoben wurde, also durch die Zeit. Und so kann ich das ja wieder draufpacken, I guess. Ja, ist trotzdem blöd. Ist trotzdem blöd, wie ich finde. Wow, das lohnt sich echt gar nicht mehr, dass du das überhaupt hast, diesen Skill. Bonus Damage, nee, ich nehme das lieber und hau einfach mal drauf und guck, was passiert. Macht Schaden. Und ich möchte mit dir halt gerne... Nein, wo ist es denn? Das da, ne? Ja, genau, das da. Naoto, komm zurück zu den Lebenden. Sehr schön. Brrr.
Das wirkt einfach ein Mensch aufgenommen, diesen Sound. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist einfach nur eine Stimme. Das ist einfach nur eine Voice-File. Find ich sehr sympathisch. Falls es so ist, weiß ich natürlich nicht. Ach man, ich würde gerne... Habe ich nicht irgendwo einen physischen Angriffsbuff gehabt oder war das nicht ich? Wenn ich jetzt wüsste, wie die ganzen Buffs heißen, das wäre natürlich immer was hier das. Nee. Aber das kann ich auch machen stattdessen. Ja, dann mache ich das halt. Nicht, dass der zu viel Leben hat oder so, aber... Fühlt sich gut an, Kämpfe schnell zu beenden. Ich glaube, ich werde gleich tatsächlich... Was ist denn das hier? Naja. Vielleicht den Schaden, den wir machen, auf normal stellen. Und einfach nur den Schaden, den Gegner machen, auf hoch lassen. Vielleicht möchte ich so den Boss machen. Vielleicht möchte ich damit den Boss machen. Ich glaube, das ist, weil das war jetzt doch... Also, der hat viel Schaden gemacht. Aber da kam er doch nur einmal zum Zug oder zweimal. Oder so. Also. Oh, Mann. Also, ja, ich mache das, glaube ich, gleich so. Ich lasse, den Schaden, den wir machen, auf normal, aber stelle ein, dass die Gegner mehr Schaden machen bei uns. Dann könnte der Bosskampf trotzdem interessanter werden, vielleicht. Immer noch lange, in die Länge gezogen vielleicht, aber vielleicht auch spaßiger, vielleicht auch schwerer, anspruchsvoller. Vielleicht kein First Try, will ich damit sagen. Wäre ja was. Aber bis wir da sind, das ist noch so viel. Wie gesagt, die normalen Encounter sind mir eigentlich wirklich egal. Die passieren für mich so und dann, sind sie halt weg. Und dann bin ich halt beim Boss. Und das ist dann der wichtige Teil, der mir Spaß macht. Ich habe gerne Spaß, falls ihr das nicht wusstet. Habt ihr auch gerne Spaß? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war ein Scherz. Lasst einen Daumen hoch da, falls ihr gerne Spaß habt. Wenn ihr keinen Daumen hoch da lasst, dann heißt es, dass ihr in eurem Leben nie wieder Spaß haben werdet. Ich wollte es nur gesagt haben. Also, liked dieses Video besser. Und subscribed und lasst die Glocke na, da und so. Kriegt Notifications. Nee, macht das nicht. Gott. Ich würde niemals bei einem Let's Play-Kanal die Glocke anmachen, holy shit. Wer macht denn sowas? Seid ihr geisteskrank? Das bringt doch nichts, hast du doch gar keine Übersicht mehr. Ich mache das nur für Kanäle, die irgendwie vielleicht einmal im Monat oder so ein Video hochladen, wo ich dann wirklich sofort, wenn die Videos hochladen, mitbekommen will. Okay, holy shit, der hat endlich wieder ein Video hochgeladen. Aber doch nicht bei Let's Playern, die jeden Tag teilweise zwei Videos hochladen. Ich jetzt nicht unbedingt aktuell, aber bald wieder. Ich kündige hiermit schon mal an. Am 22., also wirklich bald, fängt nur Let's Play an bei mir. Munkelt man. Ein Spiel von Atlus. Was lokalisiert wird. Vielleicht wissen Leute, die wissen, welches Spiel da rauskommt, welches ich meine. Es gibt nicht mehr so viel Auswahl wahrscheinlich. Freut dich darauf vielleicht. Und dann kommen auch wieder mehr Videos allgemein. Yay. Okay, ich höre jetzt auf. Mach den jetzt nicht lokal, wollte ich damit sagen. Außer ihr wollt wirklich jedes Video von mir sehen, aber ich bezweifle, dass es irgendjemanden gibt, der das will. I won't hate over this girl, no matter what. This time, for sure. What is he going to commit suicide with Nanako-chan? Oh, now's not the time to be worrying about what he's got planned. We just need to focus on getting Nanako-chan back safe. Warum ist ihm das so wichtig, dass er eine Person hier hat? Ich verstehe es nicht. Warum? Weil er hat ja auch gerade irgendwas von wegen angedeutet, von wegen, dass er mit einer Person hier bleiben will. Er dachte halt mit einer bestimmten Person vielleicht. Aber scheinbar geht es ihm gar nicht darum. Er will nur eine Person hier haben vielleicht. Aus irgendeinem Grund. Zu irgendeinem Zweck. Aber vielleicht damit er nicht allein in dieser Welt bleiben muss. Vielleicht hat er die Apokalypse hervorgesehen. Er weiß, dass die Welt untergehen wird, die wahre Welt, die Realität. Und deswegen will er sich hier verstecken, aber mit einer anderen Person, mit egal welcher anderen Person. Keine Ahnung, das ergibt gar keinen Sinn. Vor allem, weil da noch die Sache mit dem Fernsehen nicht überhaupt nicht mit reinspielt. Also, dass die Leute immer vorher im Fernsehen zu sehen gewesen sein müssen. Was? Ihr wisst, was ich meine. Das spielt halt noch gar nicht rein. Deswegen verstehe ich die Motivation noch nicht. Das gar nicht. Okay, du bist halt wohl anscheinend nicht gegen Feuer anfällig. Aber gegen physische Angriffe habt ihr hoffentlich nichts. Also habt ihr hoffentlich doch was. Oh, geht. Persona. Ich mag die Mustardbombe. Wusstet ihr das schon? Ich mag die Mustardbombe. Und der ist sogar vergiftet. Das ging, hat tatsächlich funktioniert, aber jetzt ist er auch tot. Jetzt ist er auch einfach tot. Ich glaube, ich heile uns. Heil mal. Sicherheitshalber vielleicht. Und dann kannst du gerne rushen. Wir alle gerne rushen. Bam. Oh, das macht gar nicht so viel Schaden. Okay, ich lasse es vielleicht doch lieber. Aber die sind gegen nichts anfällig, was wir haben, glaube ich.
Glaube ich. Ha. Einfach nur ha. Warum weichst du denn aus? Hör auf damit! Habe ich noch irgendwas Cooles? Heavy Physical Damage to one enemy. Und Critical. Sehr schön. Nehme ich. Okay. Oh, ich habe den Speed-Bonus immer noch. Ich dachte gerade, hätte ich nicht bekommen. Und warum ist das gerade passiert? Warum ist sie automatisch umgedreht? Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas... Ich meine, das will ich auf jeden Fall haben sowieso. Welchen will ich davon lieber haben? Das ist einfach Pinwheel. Das ist einfach fucking Pinwheel. Ich will kein Pinwheel in meinem Team haben. Okay, wir können jetzt Hoffnung haben. Das hat nicht geklappt. Schade. Three more, no money. Ja, toll. I outplayed myself. Na gut, dann halt kein Geld und weniger Erfahrungspunkte. Gigantic Fist changed to Brave Blade. Macht wohl mehr Schaden? Hoffentlich? Wahrscheinlich? Na gut. Meinetwegen. Huiuiui, das war ja blöd. Das war ja blöd. Aber wir bekommen trotzdem noch ein Level ab. Ein Level up. Yay. Achso, Herr Teddy ist am Sterben. Da war was. Und da ist nichts drin. Da geht's nicht weiter. Das ist okay. Dann will ich auch gar nicht weitergehen, tatsächlich. Es lohnt sich jetzt noch viel mehr, das zu nutzen. Das kostet weniger SP und heilt wesentlich mehr. Also, ein Einzelcharakter natürlich weniger, aber es macht noch keinen großen, ernsthaften Unterschied. Also, whatever. So, das sollte, ja genau, das ist die nächste Ranke. So, Etage 9. I'm scared. Where are you, Mom? Dad, save me. Nein, Toasty rettet dich, Toasty rettet dich. Sie ist bald da, ja, ich glaube auch. Also, bisher gab es noch keinen Dungeon mit mehr als 10 Etagen, glaube ich, also... Wird es dann bald soweit sein. Sehr, sehr bald. Oh, das war gar nicht, was ich tun wollte. Egal. Hat funktioniert und offenbart mir die nächsten Panzer. Immer normalere Panzer diesmal, als wenn wir jetzt mal die komisch rumgetanzt sind. Wobei ich die sympathisch fand. Ich fand die sehr sympathisch vom Design her. Ist wenigstens mal was Frisches gewesen, ne? Das hatte ich noch nicht gesehen, sowas. Tatsächlich. Und ciao. Mittlerweile finde ich das Kartenspiel interessanter als die eigentlichen Kämpfe. Okay, wir machen das so. Ich nehme dich. Lose Earned Card. Bitch. Ich finde das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, das Kartenspiel. Ich liebe das. Get Chest Key will ich haben. Ha, will ich mehr Geld haben? Brauche ich mehr Geld? Ach komm, ich nehme jetzt einfach Geld. Ist mir doch egal. Wenn ich schon mal eine 6er Münze bekomme, ja, nehme ich doch das Geld. Nehme ich das doch einfach an mich. Ziodine. Cool. Weg mit dir. Und das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. Yay. Oh, okay, ja, ich wollte eigentlich die Truhe öffnen übrigens. Das war, was eigentlich passiert ist. Ice Cube. Na gut, okay. Okay, und hier ist auch schon die nächste Ranke wieder. Na dann, Naoto, wartest du hier auf uns? Ja, sieht die ganze Nacht aus. Heaven Paradise 10 und wir können um die Kamera drehen oder sonst was. Da sieht eine sehr ominösen Tür aus. There she is. Nein, gehen wir natürlich noch nicht rein. Hier würde ich dann erstmal, wie immer, die Folge beenden. Tatsache, Tatsache, Tatsache. Ja, die Dungeon-Parts sind aber nicht allzu spannend. Ich sehe das ein. Die sind nicht so actionreich bei mir. Ich gebe es zu. Wie gesagt, beim Bosskampf werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen den Schwierigkeitsgrad ändern. Werden wir mal gucken. Sollte ein bisschen anspruchsvoller werden. Vielleicht werde ich auch verzweifeln und es dann wieder runterstellen. Das ist sehr gut möglich. Aber ich möchte es zumindest mal ausprobieren. Mir eine Herausforderung hier, geben zu lassen. Ich nehme sie gerne an. Mal sehen, ob ich sie bis zum Ende durchhalte. Wie auch immer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Trotzdem lasst mir immer gerne einen Kommentar da und dann bis dann. Ciao.